So, Puck. Tuck, tuck. Alles immer schön Waffen mitnehmen. So, ich bin ja gerade am Überlegen, ob ich mir ein neues Mikro holen soll. Damit hier die Sprachaufnahmen mal ein bisschen sauberer rüberkommen quasi. Aber da muss ich dann erstmal mich ein bisschen einlesen, so von wegen, welches Mikro ist denn einigermaßen brauchbar. Was wird empfohlen, was nehmen die Leute so. Das Übliche halt, ne? Man kauft ja auch nicht einfach nur so, keine Ahnung, irgendetwas nach Bauchgefühl. Da möchte ich mich dann vorher schon ein klein wenig drüber informieren. So, basteln wir das so und so und so. Und dann gehen wir hier mal lang. So, dann kommt da noch einer her. Und dann können wir hier noch ein bisschen vergrößern. Na, wirst du wohl. Böse Erde. Oh. Achso, wir haben noch. So, kann man das so lassen? Das hier schaut noch so ein bisschen Banane aus. So. Dann können wir auch schon wieder erweitern. Ich expandiere den ganzen Tag. Lalala. So, haben wir noch Erde? Ein bisschen was haben wir noch. So, und den Rest müssen wir uns dann von hier wegklopsen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So, wenn wir dann unser Fältchen haben, können wir mal gucken, dass wir ein bisschen hier unsere eine Truhe, die wir oben haben, mal mit den Baumaterialien ausmisten und die mal nach unten legen. Und das letzte Mal hatte ich ja immer schön Schilder angebracht, wo denn was ist. Das möchte ich jetzt dann mal mit diesen neuen Bilderrahmen, die es da gibt, möchte ich das mal ein bisschen abändern und quasi so ein Bildchen machen, was sich wo befindet. Ist dann einfach ein bisschen übersichtlicher. So, hier machen wir das wieder so ein bisschen auf natürlichem Wege. Kann man so lassen, denke ich. Da kann man sich ja dann auch noch so einen kleinen Gimmick hier einfallen lassen, wie, keine Ahnung, ein Wasserfall speist irgendwie hier dann so unser Fältchen. Irgendwie so Kleinigkeiten halt. Was fürs Auge, verstehst du? So, da vorne müssen wir auch noch ein bisschen den Stein rausreißen. Oh scheiße, die Sonne geht unter. Schnell! Wie komme ich denn am schnellsten jetzt hier raus? Da lang war das, ne? Ich hätte mir ein Bettchen mitnehmen sollen. Jetzt aber Füße in der Hand. Obwohl, nee, kannst du nicht rennen. Füße und Arme bilden eine rotierende Scheibe. Hühnchenarmee, ihr werdet auch noch dran glauben. Glaubt mir. Wortwitz. Nein. Lassen wir das heute mal ausnahmsweise mit den Wortwitzen. So, schnell ins Bett. Auf Schwert gewechselt. Alles klar, sind wir safe und gute Nacht. Was für ein Monster. Jetzt, gute Nacht. So, guten Morgen. Und was gibt es Schöneres am Morgen, als erstmal einen Steg in sich reinzupressen? Oder gleich zwei. So, auf geht's. Wir haben Arbeit. So, und wie wir das dann ein bisschen optimieren können, das ist dann die Frage. Weil ich wollte da jetzt noch keine Erntemaschine draus bauen, sondern einfach nur so einen stinknormalen Hof. Erntemaschine, da kann man sich dann später mal, wenn wir genügend Redstone und Materialien haben, können wir uns mal darum kümmern. Wie schaut es im Inventar aus? Schaut gut aus.
So, wir waren hier fleißig am Buddeln. Machen wir doch glatt mal weiter. Ja, ich habe mir, muss ich offen und ehrlich zugeben, immer noch nicht in der kreativen Welt oder, nein, wir haben keine Schaufel mehr, in einer anderen Welt mal angeguckt, wie denn alle Materialien im Einzelnen aussehen. Ich lasse mich da einfach hier so ein klein wenig mit überraschen. Quasi spielen wir hier den Modus Texturenpack blind. Was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Ist man, na, ein wenig Abwechslung. Statt hier, keine Ahnung, Final Fantasy blind zu spielen, spielen wir halt Minecraft Texturenpack blind. Was mache ich denn hier? So, dann pflanschen wir da noch einen hin. Das schaut aber wieder so suboptimal aus, das ebenso. Achso, wir haben ja keine Schaufel. Mache ich mir gleich. Ist auch noch weg. So, dann knipsen wir uns halt nochmal ein paar Schaufeln. Wir haben doch bestimmt Kies, Pflastersteine. Zack, zack, zack. Hauen wir uns halt nochmal ein paar Steinschaufeln ins Inventar. Zack, zack, zack. Hier können wir das dann mit Treppen auskleiden oder so. Machen wir uns aber später im Kopf drum. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier schön unser Feld herbekommen. So, von der Fläche her schaut es ja schon mal ganz gut aus. Würde ich einfach mal so flüstern. So, warte mal, da kann man hier noch so ein bisschen nach innen gehen. Das noch weg, den hier, das da. Dann schauen wir mal, wie es denn wirkt, ob es so halbwegs nach, ja, könnte ein Minecraft-Berg sein, ausschaut. Und ja, es geht, sagen wir es so. So, der Abstieg hier, der ist auch ganz okay. Da könnten wir höchstens hier vielleicht nochmal so ein bisschen da und dann können wir hier nochmal. Na? Was ist denn das jetzt? Du sollst einen bauen, nicht zwei. Hier so, dann ziehen wir halt hier noch ein bisschen raus. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Geht das so? Ja. Dann hier noch und da und dann. Tada! Haben wir's. Halt, haben wir noch nicht. So und so. Und dann haben wir's. Haben wir denn unsere Steinhake dabei? Wir haben sie natürlich nicht dabei. Eisen haben wir natürlich auch keins dabei. Schöner Mist. Soll so viel heißen wie, wir gehen mal fix zurück, basteln uns einen Eimer. Ich werde hier mal ganz fix die Hühnchen ein bisschen ausmerzen. Weil das sind echt too much. So eine reine Hühnerkarte. Du, komm her. Können wir uns dann wieder schön lecker Chicken Wings machen. Für die Gourmets unter euch kann ich auch das ein oder andere Filet aus so einem Schenkel schneiden. So, das Ei kommt mit und das Schenkel kommt mit. Das eine Hühnchen, das kann von mir aus da bleiben. Wer legt denn hier Eier auf den Baum? Sachen gibt's, das glaubst du nicht. Ja. Ach, dich lass mal leben. Hast mich so süß angeguckt. So. Gucken wir mal. Ach nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte hierher mit Eisen.
So, können wir hier ein bisschen was abladen? Pflastersteine. Eichenholz. Haben wir Schenkel pur? Nee, haben wir nicht. Wo haben wir eigentlich unsere gebratenen Schenkel? Das ist Schwein. Das sind Knochen, Pilze. Was ist das hier? Feuersteine. Das ist Samen. Das kann rein und das kann rein. Da haben wir noch Weizen. Ach, wir haben nur drei Stück. Ich dachte mal, es wären mehr gewesen. Lassen wir das hier, nehmen das mit und das hauen wir von mir aus in den Ofen. So, Pfeile nehmen wir mit. Einen Eimer wollten wir uns basteln. Nicht hier, sondern da. Zackidi, zackidi, zack. So, haben wir einen Eimer. Und, was nehmen wir denn sonst noch mit? Zaun könnten wir in der Theorie brauchen. Praktisch auch. Ja. Machen wir uns Zaun. Ich würde sagen, wir schnappen uns hier. Na toll. 5 Weizen. Wahnsinn. Das ist eine Ausbeute. Der Wald wird hier immer dichter. Das ist schön. Hauen wir hier mal weg, was zum Wegkauen geht. Klauen uns mal fix ein bisschen Wasser. Und gehen je nach Stand der Sonne, die ich gerade nicht sehe. Sonne, die steht noch schön über uns. Dann können wir ja noch hinaus, beziehungsweise hinüber. Und ein kleines Experiment durchführen. Das Experiment wird so aussehen, dass ich erstmal gucke, diesmal wirklich gucke, wie weit denn das Wasser hundertprozentig läuft. Also 4 Felder müssen ja. Plus Wasser macht dann das 5. Und dann gucken wir mal, wie wir das Feld proportionieren. Und ich habe die Hake vergessen, fällt mir jetzt gerade so auf. Aber ist weniger schlimm, wir machen uns einfach eine neue. Haben ja alles dabei, was wir brauchen. Oder habe ich den Pflastersteiner eben komplett weggeschmissen? Kies, Steinziegel. Na gut, dann 1 und 2. Werden wir wahrscheinlich eh mehrere Haken brauchen, bis wir dann das ganze Feld behakt haben. So und so. Dann schmeißen wir das mal daher. So, in dem Fall. So. Einmal Mist, Wasser hinein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, schauen wir mal, wie weit das hier alles bewässert wird. So, ich sehe schon. Die 4 da hinten sind auch ganz in Ordnung. Und ich würde sagen, wir treten jetzt erstmal den Weg zurück nach Hause an. Da die Sonne untergeht, soll das hier mal ein bisschen bewässern, wie es lustig ist. Dann können wir noch ein paar Bäume fällen. Beziehungsweise, wir hatten doch mal ewig viele Seeds, oder täusche ich? 32. Ich weiß jetzt nicht, wo sie herkommen, weil in der Kiste waren, glaube ich, nicht allzu viele. Oder ich habe echt übersehen, dass da noch so viele drin sind. Kann natürlich auch sein. So, können wir denn schon pennen? Nein, noch nicht. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns erstmal die Erde. Ich sagte Erde, keine Steine. So, das ist alles, was wir an Erde haben, ne? Hossa, hossa. Wo zur vermaledeiten Mistsau ist dieser Freak jetzt hergekommen? Nein.
Hui. Also da hinten ist doch alles hell. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen besser ausleuchten. Das machen wir jetzt gleich, wenn wir aufgestanden sind, leuchten hier noch viel mehr aus.